Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ich mache mich mal auf den Weg zu Luke Skywalker. Und währenddessen versuche ich mal zu begreifen, was denn überhaupt in der letzten Folge passiert ist. Also unfassbar. Denn wer bist du denn? Sieht aus wie ein Pokémon. Egal. Also es ist einiges passiert. Wir wurden verprügelt von einem Echsenmenschen und unsere Söldnergefährtin und Lebensgefährtin Jan Ors wurde von einer Indianerin skalpiert. Das ist echt scheiße, sage ich da nur. Aber guck mal, das ist doch aus dem vierten Teil hier, oder? Ja, genau. Todesstern. Nee, Schmarrn. Das da müsste Yavin sein, oder? Und einer der Monde von Yavin, auf dem sind wir, Yavin 4. Ist vielleicht das hier. Und der Todesstern ist gar nicht mehr eingezeichnet, ich weiß auch nicht. Ist mir jetzt wurscht. Aber hier ist er nicht, ne? Hallo, bist du C3PO? Danke, willkommen. Ja. Na gut. Wir sollten nicht so lange hier rumtrödeln, sondern endlich mal was machen. Moment. Ja, so springe ich auch immer. Also ich habe jetzt mal, übrigens, dann doch endlich mal mich dazu durchgerungen, die Sprachlautstärke ein bisschen höher zu drehen. Damit es vielleicht mal ein bisschen lauter wird in den Sequenzen. Obwohl wir eben Untertitel haben, aber es nervt dann schon ein bisschen, wenn es so leise ist. Cool. Also. Was ist denn hier los? Oh. Ja, Mann, gib ihm. Macht durchströmen! Der hat ein lila Laserschwert. Das geht doch eigentlich gar nicht. Das hat doch bloß der Mace Windu! Ich sehe nix. Ach, so eine Kugel, okay. Mhm. Ja, da geht's nicht weiter. Nein. Ja, kann mir vielleicht mal jemand sagen, wo euer Chef ist? El Jefe! Lucas Skywalker. Nee. Gut. Mhm. Hier sind also mehr so die Bodybuilder, ich habe schon verstanden. Und die Gewichte hin und her schieben, ja. Ja, das ist eine Sackgasse. Verdammt. Er ist ja nicht dabei, oder? Der Luke. Geht's weiter. Okay. Aha. Oh, schönes Wetter. Endlich mal schönes Wetter. Auf den ganzen anderen Planeten war es nicht so schön. Oh. Okay, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Jetzt schauen wir mal, wie laut das ist. Wegen deines Lichtschwerts gekommen. Ja. Nach all den Jahren. Meine Jan wurde ermordet. Von einem Jedi-Ritter. Er heißt Desan. Du kennst ihn? Ich konnte eine Erschütterung der Macht spüren. Ich werde dir über Desan erzählen, während deine Prüfung vorbereitet wird. Prüfung? Nur ein kleiner Test, wie du nach der langen Zeit mit dem Lichtschwert zurechtkommst. Auch in deiner sehr ungeübten Verfassung sollte es dir nicht zu schwer fallen. Warum könnt ihr Jedi-Ritter Dinge nie auf die einfache Art machen? Wenn die Jedi-Ritter den einfachen Weg gehen würden, gäbe es Millionen von uns anstelle von lediglich Dutzenden. Nimm zum Beispiel Desan. Er wurde auf einem Planeten geboren, auf dem die Macht unbekannt war. Auf dem er durch seine scheinbar magischen Fähigkeiten gefürchtet war und von seinem Umfeld ausgestoßen wurde. Seine Kindheit war erfüllt von Einsamkeit und Verzweiflung, bis ein reisender Händler ihn entdeckte, die Macht in ihm erkannte und ihn zur Akademie der Jedi.
Er war also ein Student hier? Ja. Zum ersten Mal in seinem Leben war Desan friedlich. Er hatte andere gefunden, die ihn so gern hatten, wie er war. Andere, die ihn ermutigten, seine Talente weiterzuentwickeln. Mit der Zeit änderten sich die Dinge jedoch. Wie? Er wurde kalt. Ernst. Er belächelte die anderen Studenten wegen dem, was er für ihre Schwächen hielt. Und stritt manchmal sehr hitzig mit seinen Lehrern. Während einer Übung streckte er plötzlich einen anderen Studenten nieder. Er tötete ihn kaltblütig. Desan sagte, er wäre zu schwach gewesen, um ein Jedi zu werden. Er floh, bevor wir ihn zur Rechenschaft ziehen konnten. Und seither blieb er verschwunden. Bis jetzt? Ja. Kyle, es tut mir leid wegen Jen. Ja. Sicher. Gib mir nur ein Lichtschwert und ich bin wieder verschwunden. Wie du willst. Dein Lichtschwert befindet sich irgendwo in den Tempelruinen im Süden. Um es zu finden, musst du in der Lage sein, die Macht gezielt einzusetzen. Während deiner Prüfung werde ich versuchen, etwas über Desans Aufenthaltsort zu erfahren. Viel Glück. Also, der Echsenmensch war mal hier Student. Immer die Studenten. So, kann ich da rausspringen? Nee, kann ich nicht. Schade. Einfach mal schön in den Wald. Ja. Komm, Laserschwert. So, Trainingsgelände nach Lichtschwert absuchen. Mhm. Ich will jetzt eigentlich schon hier was, weil wir jetzt Macht haben. Na gut, dann eben nicht. Waffen haben wir auch keine mehr. Schweinerei. So, jetzt kommen wir langsam zum interessanten Teil von dem Spiel. Denn jetzt können wir uns unser Lichtschwert holen und endlich mal allen auf den Sack geben. Im Gegensatz zu sonst, wo wir sehr friedlich unterwegs waren. So, ich glaube, ich muss hier lang. Tatsächlich. Ah. Frische Luft. So, wo geht's denn lang? Da lang. Gut. So. Wunderschön hier. Wunderschön. Aber das alles interessiert mich nicht. Wo ist mein Laserschwert? Was? Na gut. Huch. 0 von 0, 0, 0, 0, 0, 0. Übungen bestehen und Kräfte der Macht wieder lang. Trainingsgelände nach Lichtschwert absuchen. Mache ich, alles klar. Easy peasy. Ich gehe erstmal da lang. Irgendwo müssen wir anfangen. Auf unserem Weg zum Jedi-Dasein. Datenpad aktualisiert. Oh, jetzt haben wir endlich was in der Machtkategorie. Machtschub. Objekte oder Personen. Ja, wir können halt Sachen wegschieben. So, noch auf Stufe 1. Also noch ziemlich schwach. So. Ja genau, wenn jetzt hier unser Fadenkreuz so einen blauen Kringel drumherum bekommt, dann zeigt es an, dass wir da Macht nutzen können. So zum Beispiel. Aber wir müssen die jetzt irgendwie fischen. Ach, okay. Das ist ein einfaches Rätsel. Dann ich nehme an, ja, jetzt ist noch zu. So, und jetzt müssen wir einfach immer die Symbole so hinschieben, dass die da so in der Mitte sind. Ach, da ist noch was. Zack. Zack. Rechts unten übrigens unsere Machtanzeige. Da sehen wir, wie viel Macht wir noch haben. Jetzt verbrauchen wir noch nicht viel. Und die tut sich immer wieder aufladen automatisch. Also, das ist nicht so schlimm, wenn wir da mal ein bisschen mehr verbrauchen. Oder? Ja, passt. Nee, 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 nee. Das passt schon. Geile Musik. Nicht mal schlecht. Hä? Achso, ups. Verzeihung. Ich hab nicht aufgepasst.
Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Du sagst es, Kyle. Ja, ich glaube, ich werde im nächsten Video nochmal die Sprachlautstärke hochdrehen. Das war jetzt schon ein bisschen besser, aber irgendwie auch nicht das Wahre. So, Machtgriff. Ermöglicht dem Jedi das Heranziehen bestimmte Objekte. Ist doch schön. Ich glaube, ich weiß, wohin ich gehen muss. Aber wie komme ich da oben rauf? Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Wir ziehen einfach die Stufen raus. Ups. Okay. Unheimlich schwierig, diese Jedi-Aufnahmeprüfungen. Nur die Besten der Besten können das hier schaffen. Da ist doch noch was. Aha, das ist ein Versteck. Haha. So. Das holen wir uns. Sie haben ein Versteck gefunden. Zack. Ups. Na gut. Hä? Wieso ist das jetzt wieder eingefahren? Schweinerei. So. Ja, die Folge ist übrigens ein bisschen ruhiger. Es fällt vielleicht auf. Wir haben hier nämlich keine Gegner. Aber das ist auch mal eine willkommene Abwechslung. Machtgeschwindigkeit. Dauert bloß 5 Sekunden. Aha, dadurch werden wir selber schneller. Wie schneller? Wie viel? Na komm, wo ist denn? 33% schneller. Hm. Moment, lass mich kurz im Ohr kratzen. So. Ja, okay, ich gehe da unten lang. Huh. Skywalker hat sich Mühe gegeben, das hier nicht zu einfach zu machen. So, und jetzt? Türen gehen nicht auf. Okay. Ah, okay, jetzt stellen wir uns hier auf den Druckplattenschalter und da wette ich mit euch, dass wir jetzt gleich mit voller Geschwindigkeit losrennen müssen. Mach Geschwindigkeit! Oh, ich glaube, ich muss schon längst nicht mehr so weit rennen. So schnell rennen. Machtsprung! Das ist doch mal geil. Der Jedi kann doppelt so hoch wie normal springen. Geil! Bis an die Decke! Jetzt kann ich mir endlich mal den Kopf anhauen. Das wollte ich schon immer. Sind wir jetzt wieder am Anfang hier oder wäre wieder was? Vielleicht muss ich jetzt hier irgendwo raufspringen. Das sagt mir mein Gefühl. Ja. Zack. Ach, so ein Dreck. Wieso ist da noch eine Stufe, wenn ich da nicht rauf kann? Verdammt! Okay. Wieder runterkommen. Wo geht's da lang? Da haben wir angefangen, oder? Ja, das ist der Machtschub. Dann müssen wir da lang. Zu den Fähigkeiten eines Jedis, 1 und 1 zusammenzuzählen. Das kann ich verdammt gut. Hä? Achso, da komme ich her. Bin auch ein Idiot. Ja, sag doch mal, was ist hier los? Oh, nee. Ja!
Okay, die zerstörten Türen, da kommen wir nicht durch. Also, hier lang. Gesichert. Ja. Den Swimmingpool sollte man mal entalgen. Was ist hier los? Mit dem... Ach doch. Ah, Wasser. Wasser! Wasser. Nehmt mich auf. So, was passiert jetzt? Trinke ich jetzt, oder wie? Hoffe ich nicht. Verstehe das nicht. Ach so. Okay. Nein! Boah. Puh, hätte jetzt auch schlecht ausgehen können. Nämlich, ich hätte sogar... Ich sollte vielleicht mal speichern, weil sonst... beiß ich mir noch in den Arsch. Was war das für ein Symbol? Das Symbol für Schub, oder? Zack. Komm, du brauchst keine Macht dafür, das kann ich auch mit der Faust machen. Okay. Weiter in die Katakomben. Ich finde, sie haben die Tür ein bisschen zu weit oben eingebaut. Wieso treibe ich hier rüber? Na gut, Okay. Ja, einfach. Da muss ich einfach da drauf springen. Dann. Spring doch. Okay. Easy peasy. Okay. Bevor ich da jetzt auf diesen Druckschalter drauf mich hinstelle. Ich muss aber wahrscheinlich darüber und irgendwie und dann hin und her und... Was ist hier? Ich weiß es nicht, Leute. Manchmal muss man einfach machen. Nein. Nochmal. Ach komm. Das ist nicht dein Ernst. Geschwindigkeit. Das war okay. Das hat nicht funktioniert. Ich verstehe schon, okay. Das Ding da läuft da lang und dann müssen wir perfekt das abpassen. Ja, ist das eh. Ist ja klar. Also bereit? Mach Geschwindigkeit! Puh! Das war doch einfach. So und... Als mit... Okay. Nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Natürlich jetzt echt mal... ihn herbringen. Mal schauen, was passiert. So. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. So. Ja, jetzt ist eigentlich die Folge schon fast vorbei. Nee, ich mache jetzt so lange, bis ich das Laserschwert habe. So, freut euch, Leute. Freut euch. Wo ist das fucking Laserschwert? Alles zu. Da ist nix. Aber jetzt runter. Spreche mal. Muss bestimmt irgendwas zerhauen oder so. Einfach mal schauen, ob irgendwo was blau aufleuchtet. Ah. Zack. 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 Aber wie bekomme ich es jetzt hier raus? Mein Laserschwert.
Okay. Kann es nicht zu mir herziehen? Hat sich da jetzt was verändert? Schon, ne? Was? Ach so. Okay. Ist einfach. Red für Machtgeschwindigkeit! Yes! Diese ganze Arbeit und jetzt muss ich auch noch einen Weg hier rausfinden. Keine Sorge, ich würde nicht immer, wenn ich Machtgeschwindigkeit benutze, so lange rumschreien. So, wir haben jetzt ein Laserschwert und deswegen können wir auch den Lichtschwertwurf machen. Und Lichtschwertabwehr und Lichtschwertangriff. Geil! Miau! Miau! Jetzt geht's ab! Jetzt, meine lieben Freunde! Fängt das Spiel erst an! Ja! Ja. Und jetzt? Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Mache ich das noch in der Folge? Ja, komm. Was soll der Geiz? Geht's da lang? Bin ich da hergekommen oder? Warte, bin ich hergekommen? So, wäre doch blöd, wenn ich jetzt hier. Wenn ich jetzt hier einfach die Folge beende. Ich meine, so. Ist doch viel besser, wenn wir jetzt das noch sehen. Hallo! Luke, wir haben es geschafft. Du hast dein Lichtschwert gefunden. Sehr gut. Ich bin soweit. Konntest du etwas über Dishan herausfinden? Nicht viel. Mit Hilfe der Logbücher unserer Schiffe und der Datenbanken der Republik fanden wir raus, dass Dishans Schiff auf den Namen eines Rodianers namens Rilo Baruk registriert ist. Rilo Baruk? Der schuldet mir noch Geld. Nicht persönlich. Er behauptet, ein ehrbarer Müllschlepper zu sein, aber in Wirklichkeit ist er einer der mächtigsten Drahtzieher in ganz Narshada. Nicht einmal die Hoods wollen etwas mit ihm zu tun haben. Klingt nach einer soliden Spur. Damit lässt sich etwas anfangen. Kyle. Ja? Ich wollte dir nur noch sagen, wie beeindruckt ich von deiner Leistung bei der Prüfung bin. Schleimer. Wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass du die Macht eingesetzt hast, hätte ich fast erwartet, dass du scheiterst. Tja. Du warst im Tal der Jedi. Ja. Kyle. Ich weiß, was ich tue, Skywalker. Wenn ich Dishan besiegen will, benötige ich die Macht und ich kann es mir nicht erlauben, Jahre meines Lebens hier zu verbringen, um mich wieder auf den alten Stand zu bringen. Kyle, ich erkenne, dass du gepeinigt bist, aber du musst lernen, die Folgen deiner Handlungen zu bedenken. Du und Jan, ihr habt einen Eid geschworen, dass ihr das Tal der Jedi beschützen würdet. Und nun, da Jan tot ist, bist du der Einzige, der weiß, wo es liegt. Wenn die dunkle Seite der Macht in dir Überhand nehmen würde, könntest du das Tal für unaussprechlich böse Zwecke missbrauchen. Willst du sagen, ich bin nicht vertrauenswürdig? Ich sage nur, dass du dich deines Zorns entledigen solltest, bevor er dich zerstört. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich gebe dir die Koordinaten vom Tal der Jedi. Nur um ganz sicher zu gehen. Das ist zumindest ein Anfang, denke ich. Nimm eines der Schiffe der Akademie nach Narshada. Das ist weniger auffällig. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich schon um die Ravensclaw, bis du zurückkehrst. Du kommst also nicht mit? Leider nicht. Ich habe selbst Dringendes zu erledigen. Viel Glück, Kyle. Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. Möge die Macht mit dir sein. Na. Gute Antwort. Ha, gefundene Verstecke. 1 von 1. Da hast du's. Da hast du's. So. Das ist immer das Wichtigste, Leute. Immer die Verstecke finden. Oh. Wahnsinnskamerafahrt. Geil. Oscar verdächtig. Wir sind anscheinend auf Narshada. Und hier auf Narshada müssen wir den Gangster Rilo Baruk finden. Aber das machen wir jetzt. Also jetzt unterbrechen wir die Folge wirklich. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Da wird dann unser Lichtschwert zum Einsatz kommen. Und Blut kosten. Das wird lustig. Also bis dahin. Tschüssi.